Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ich habe jetzt doch nochmal die Stunden abgewartet, um alles zeitgleich abzufrühstücken. So, das heißt aber auch, wir haben eigentlich rein theoretisch dafür keine Zeit. Ich kann die Maximierten mal rausholen. Ja, okay, P trainieren. So. Dann müssen wir das aber morgen alles machen, weil der ist sowieso noch blockiert. Kann ja erst raus, wenn es soweit ist. Pasco Junior ist auch soweit fertig. So, ich möchte heute nämlich alle drei abklabustern heute. Ich wollte gerade sagen, wieso sind es vier? So. Machen wir den hier zuerst. Wir gehen die Reihenfolge nach. Ich glaube, das ist fair. Ich glaube, die gehen auch der Reihenfolge nach raus. So, finde mehr über die angebliche Atombombe heraus. Ach, stimmt, da war ja was. Diese Quest. Es geht. Moderat. Sieht nicht so schwer aus. So, ihr seid die Quest. Toll, sehe ich jetzt gerade nicht. War das die Osterquest? Das war die. Doch, das war die Osterquest. Das war die Osterquest. Ja, willkommen zur ersten jährlichen Osterei-Suche. Osterei. Eier sind ein wundervolles Symbol für Atom. So voller Potenzial. Besonders Todeskralleneier, wegen der ganzen Macht, die in ihren kleinen Schalen schlummern. Möge Atom auf eure Glück herablächeln. Oh, Todeskrallen? Diese Eiersuche ist bombig, kapiert ihr? Bombig! Nach was? Nachdem wir Ausschau halten sollen. Achso, noch was. Ich blöd. Etwas Großem vielleicht, das Strahlung abgibt. Wir werden Megatonnen an Spaß haben. Ich frag mal lieber. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht wissen sollte, wovon du redest. Alter, was ist los mit mir heute? Heute kann ich nicht lesen. Das wäre schrecklich. Ja, das habe ich gesehen. Kronkorkis. So, ich hörte, hier sind Todeskrallen. Ja, Baxi hat sich beschwert, dass jetzt natürlich nicht so viele Stims hier mit reinkamen. Aber wenn ihr Stims mitnehmt, dann kriegt ihr halt auch keine gratis. Ja, das müsst ihr halt bedenken. Aber ich glaube, ihr kommt klar. Ich glaube nicht, dass die Todeskrallen sind. Ganz ehrlich, wo sollen die auch herkommen? Aus dem Boden? Pff, sind doch keine Pflanzen. Gut, ihr seid, Baxi verliert nicht mehr Leben. Mit seiner Stufe 50. Fallout Boy ist auch Stufe 50. Hey, die kommen mir easy klar. Ich sehe nicht, warum die mehr als zwei Stimpacks hier verbrauchen sollten. Kriegen wahrscheinlich mehr zurück, als die hingegeben haben. Wow. Redway? Das ist noch kein Stim, aber passt schon. Schon ein paar Todeskralleneier gefunden? Ah, es sind doch Todeskrallen. Ist nicht so einfach, diese Viecher haben einen ziemlich Beschützerinstinkt. Ich dachte schon, aber dann hat es sich als irgendeine große Bombe herausgestellt. Glaubt ihr wirklich, damit auf ein neues Zeitalter umstellen zu können? Plant ihr, eine Atombombe zu zünden? Nee, man muss die ja nur finden. Das ist ja nur eine Ostereisuche. Wir werden es herausfinden nach der Zündung. Sündung für unsere Sünden. Vielleicht wollen sie doch ihre Sünden mit den Atombomben begleichen. Man weiß es nicht. Ja, also ich muss sagen, es ist ziemlich leer dafür, dass man hier eine Lunchbox bekommt. Ja, krass. Oh. Oh. Wäre das was für Fallout Boy? Hä? Ah. Vor allem was für Frauen, ne? Ja, das war eine Frauenrüstung. Zwei Männer gingen auf eine Quest und fanden nur noch Frauenklamotten. Da seht ihr, was aus dieser Welt geworden ist? Es gibt nur noch Frauenklamotten. Oh. Es ist nur eine Todeskralle. Ja, guck mal, und Baxi tankt. Also das dürftet ihr easy hinkriegen. Vielleicht kommt auch noch ein Crit raus. Ich bin zuversichtlich, dass ihr das packt. Ich habe das Gefühl, dass ihr nicht mal ein Stimpack... Wo willst du hin? Sicherheitsabstand, ja? Ich werde wahrscheinlich nicht mal ein Stim verbrauchen. Wie Fallout Boy sich dachte, jo, Baxi, ich bin hinter dir. Genau hinter dir. Ganz nah. Oh. Ja, ich glaube, das war der Knackpunkt an dieser Quest. Was geht ja hier noch hoch? Also man weiß ja nie, vielleicht kommt noch eine Todeskralle.
Ja, komm, ja, komm. Und keine Sorge, ihr werdet keinen Tag verlieren. Denn ich nehme das sowieso gleich auf. Klingt direkt in Folge, die normale Folge. Tja. Also im Endeffekt verliert man da nichts. Ob ich das jetzt heute mache oder morgen. Ändert sich nichts dran. So, zack, gib mal dem Crit hier. Zack, weg ist er. Wieso hast du nicht den fokussiert, Maxi? Ja, den Crit kannst du jetzt sparen. Ja, verdammt, geil. Nein, bitte keine Gegner. Einmal freue ich mich, dass keine Gegner da sind. Geht mal zurück. Sammelt das Viech da. Wieso stellt ihr euch immer vor... Ich wollte gerade sagen, war nichts drin. Vor meine Sachen. Jedes Mal stehen die vor den Sachen, die ich einsammeln will. Was ist denn los mit euch? Schau, hinter dem Haufen Todeskrallenmist. Oh, vielleicht kommen noch mehr Eier. Genau da, in dem verborgenen Teil, den man nur von hier aus sehen kann. Verborgenen, nicht verborgenen. Es ist die Atombombe, wir haben sie gefunden. Wow, die ist wirklich groß und ziemlich beeindruckend. Das Ding, das ist keine Atombombe. So müde. Ja, das war so anstrengend, Alter. Huh. Ich meine eine Mutti hier oder so. Okay, pass auf, voller 3. Es kommt dein Tag, dein Auftritt. Oh, ich liebe deinen P-Wert. Und ich hab's trotzdem verkackt. Egal, passt schon. So, ein Globus. Eine Kamera. Oh, cool. Wieso hab ich... was? Wieso hab ich mich noch mal dazu bereit erklärt? Freiwillig. Das ist für freiwilliger Basis, Fallout Boy. Jetzt zieh nicht den Schwanz ein. Ist sowieso nichts los hier, außer die Todeskralle. Es war unsere erste Todeskralle auf einer Quest. Aber die war schon recht genervt, muss ich sagen, glaube ich. Oder ist es wirklich euer Level? Ich reiz das mal aus mit euren HP. Ne? Wenn es nicht mehr geht, dann schreit. Wenn ihr meint, dass ihr einen Stimpack braucht, schreibt das mal in Discord. Jetzt. Oh, cool. Cool, noch mehr Sachen. Ja, kann ich ja nicht ein Stimpack mal raushauen hier. Nicht, dass die gleich selber mal einen Crit machen, die Maulwurfsratten, und dann ist Bugsy weg. So Hälfte an Damage. Puh. Das hatten wir ja schon mal. In der alten Staffel. Von Roleplay. Ich glaube, das war mit Bugsy, oder? Bugsy oder Deadline. Ich weiß, dass Deadline dieses Mal krepiert ist, aber irgendwer hat den übelsten Todeskrallen-Crit bekommen und hat sich dann beschwert, dass ich nicht geheilt habe. Und diese Todeskralle hat mit einem Schlag drei Viertel seines Lebens abgezogen. Und da hat er sich beschwert, dass ich ihm kein Stimpack gegeben habe. Wer rechnet auch damit, dass der direkt umkippt? Aber instant war er weg. Dann bin ich der Schuldige. Also siehst du mal, ihr braucht nicht mal Stims. So, es kommt gleich nochmal eine Todeskralle oder ein Boss. Dann eventuell. Aber wir wetten eingehen, wer zuerst stirbt. Ja, seht ihr, ich bin sogar für euch geizig. Ich habe wohl beide jetzt ein Stimpack gebrauchen können. Oh, der Crit ist für den nächsten Raum, wenn da was drin ist. Ich bezweifle es irgendwie stark. Nächstes Mal, wenn ich einen Crit habe, kommt nichts. Nein, ich... Stellt euch doch nicht vor diese verdammte Kiste, Leute. Ihr macht mich wahnsinnig. Oh, Junge. Oh, da kommt was. Kakerlaken. Am Ende kommen Kakerlaken. Wow. Das ist der Shit, Alter. Das ist der Shit. So, Lunchbox, Gidea Buttercup. 4303 Kronkorken und zurück zu Vault. Jetzt sehen wir nochmal eine detaillierte Liste. Natürlich die Lunchbox nicht vergessen, ne? Habt ihr euch verdient für die Quest? Nicht ein Stim haben die verbraucht. Junge. Die Babos laufen da. Guckt euch die Babos an, Alter. Oh, drei Globuli, eine Kamera, ein Superkleber und ja, das Chirurgen-Outfit, was nur für Frauen da ist. 6 Stunden. Die Zeit könnte ich noch abwarten. Ich glaube, ich warte die Zeit noch ab. Kann ich das gleich mitnehmen?
Okay, die kaum verdeckte Spur, Leute. Ich weiß, wir haben Wasserprobleme, aber das ist ein Problem für die Zukunft Zero. Der regelt das schon. So, und die kaum verdeckte Spur. Sprich mit dem Aufseher von Vault 120. Dann müssten ja hier nur friedliche Leute sein. Wenn es ein Aufseher ist. Ach nee, das war ja die böse Vault. Drei Schüsse. Der Löwe. Naja, 25 Stims, also das müsstest du eigentlich hinkriegen. Aber war das nicht eine andere Questline, die ich meine? Ich glaube schon. Der erste Stim wird fällig. Vielleicht hättest du mit dem neuen Charakter hierher kommen sollen. Hattest du schon immer die rostige Laserpistole? Hattest du nicht mal eine andere Waffe? Das muss ich gleich mal prüfen. Ich habe Discord gar nicht offen. Auf dem Handy. Ich benutze mein Handy als Kamera. Ich bin so blöd. Alter Schwede. Wo ist mein Handy? Scheiße, habe ich meine Arbeit vergessen? Kennt ihr das? Ihr habt irgendwas irgendwie in der Hand oder am Körper und sucht es? Das ist auch ultra unangenehm, wenn man dann herausfindet, ach scheiße, ich hatte es die ganze Zeit. Das Dümmste, was mir je passiert ist, ich hatte meinen Schlüssel in der Hand. Hier, in der Hand. Wollte zur Arbeit gehen und dachte, scheiße, wo ist mein Schlüssel? Ohne Schlüssel kann ich nicht rausgehen. Und ich schwör's euch, Leute, ich habe 5 Minuten gesucht, bis ich realisiert habe, dass ich das Ding in der Hand hatte. So schlimm war das. Also wenn es weitergeht, müssen wir hier eine Doppelfolge machen draus. Hui. Vielleicht findest du noch eine bessere Waffe. Ich hoffe auf das Beste. Hier war schon mal Kronkorken. Und viele leere Räume. Ah, ich glaube, deine Sachen sind besser, ne? Ah, definitiv. Können wir nicht gebrauchen. So. Ein Boss. Oh, der kriegt aufs Maul. Holy shit, was war das denn? Wie viel Leben die abziehen auf einmal? Ja gut, wenn alle auf einmal zuschlagen. Komm, töte den Boss. Jetzt töte ihn. Geht doch, komm, der nächste Crit. Zack. Mehr kriege ich nicht hin. Ich glaube, so viele Kakerlaken ist echt besser, wenn wir da den Crit raushauen. Weil die ziehen wirklich eine Menge ab. Und du brauchst 2 Schüsse für die. War eine gute Entscheidung. Ich versuche immer die besten Entscheidungen für euch zu treffen, ne? Auch wenn es manchmal dumm aussieht. Ne? Deadline, als ich dir den Stim nicht gegeben habe, obwohl du gerade einen Crit gemacht hast. Ne, dein Kollege hat einen Crit gemacht, ne? Stimmt. Und in der Sekunde, wo die Todeskralle gestorben ist. Das fand ich toll. Es sind Erinnerungen, an die erinnert man sich gerne. Ich wünschte, ich hätte ein Video davon. Ach, hab ich ja. Jetzt werde ich mir noch rendern und aufs Handy tun. Und wenn ich mir nicht mal, wenn es mir mal schlecht geht, gucke ich es mir dann an. Wie Deadline da elendig krepiert. Du siehst zu, das ist eine Kakerlake. Okay, 1 Schuss noch. Komm, das packst du. Packst du. Ja, den nächsten Charakter, den packst du dann die wahrscheinlich direkt auf 50, ne? Wenn die Stims morgen kommen. Oder heute. Heute, stimmt. Am Mittwoch hat da ja was nicht geklappt. Ich kann das durchstehen. Ja, du hast jetzt wieder 25, ne? Ja. War da gerade ein Boss? Nee. Ich dachte schon. Oh, noch ein Crit. Okay, Crit mal die. Dadurch, dass du bei den Kakerlaken so lange gebraucht hast, hast du einfach nochmal einen Crit bekommen. Bei einem Glückswert von 2. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist wirklich Glück. Ich finde das gut, dass die Laserwaffe weiterschießt, wenn einer stirbt. Bei den normalen Waffen ist das nicht so. Ich glaube, das ist die besondere Eigenschaft von Laserwaffen. Dass die Gegner weiter anschießen. Oder? Wobei Gatling-Laser ist ja auch eine Laserwaffe. Ich glaube, der hat den nächsten auch angeschossen. Bin mir nicht so sicher. Auf eine Quest gehen, Schätze finden, wiederholen. Das ist eine ganz normale Arbeit für den Löwen. Oh, da ist ein Boss. Das könnte wehtun.
Jetzt brauchst du einen Crit. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich habe mal mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Scheiß. Vielleicht kriegst du gleich noch einen Crit. Ich habe den Crit einfach zu leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Bei den Kakerlaken, klar. Aber das andere war einfach nur aus purem Euphorismus. Das war einfach nur, oh, ein Crit, ich setze den ein. Das war mein Fehler. Hier bist du. Kriegst trotzdem nichts zurück davon. Und ich wette, wenn der Boss stirbt, boop, Crit. Es wird zu kommen. Ich finde es auch immer lustig, dass die immer so eine Zielscheibe drauf haben. Das sind immer die Bosse, ne? Also, visier mich an, ich bin wichtig. Wer macht sich überhaupt so eine Kriegsbemalung? Endlich! Okay, der Damage-Dealer ist weg. Aber, man muss dazu sagen, du hast Glück gehabt, dass das nur so ein Nahkampf-Fuzzi ist, der keine Granaten geworfen hat. Denn diese Granaten-Fuzzis, ne? Alter, die ziehen was ab. Da hast du schon eine Menge Schwein gehabt. Oh, ein Crit. Da waren es nur noch zwei. Hätte ich den Crit diesmal aufsparen sollen? Nee. Ich glaube nicht, dass nochmal ein Boss kommt. Aber jetzt, wo ich ihn eingesetzt habe, kommt ein Boss. Ist euch gerade aufgefallen? Als ich den Crit eingesetzt habe, direkt der Raum danach. Boss. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Crit einsetze, kommt jetzt ein Boss. Das heißt, im nächsten Raum wird auch noch ein Boss sein. Aber ich hab's ja gesagt. Sie war tot. Der Crit ist gekommen. Es ist... Ist das schon Glück oder nennt man das schon Pech? Ich meine, bei einem Glückswert von 2 könnte das Pech bedeuten, oder? Scheiße, der Crit ist jetzt erst gekommen. So, oh, lang ist ja nicht mehr. Hier müsste der Aufseher irgendwo sein, ne? Ist die tankiger als der Rest? Wenn du 4 Schüsse brauchst, dann ja. Weil die anderen hast du mit 3 fertig gemacht. Und noch 19 Stimps. Ja, die hat mehr Leben. WTF. Cheaterin. Das Spiel ist wahrscheinlich ein bisschen spannender machen. Und der Letzte hat immer mehr Leben. Zum Glück ist der Boss nicht der Letzte. Zack. Weg ist er. Ja, Frauenklamotten. Wer hätte es gedacht. Und eine Menge Geld. Und Red Away. Okay, Leute. Weiter geht's in den nächsten Raum. Oh, ich wollte gerade sagen, sind es nur 2? Nein. Da ist der Crit. Komm, das Holz. Ja, komm. Euphorismus. Ich meine, im Endeffekt denke ich mal, dass ich durch diese Crits, die ich eingesetzt habe, auf jeden Fall Sims gespart habe. Ich weiß nur nicht, ob die Verluste in diesem Raum hier oben... Komm, das wird ein Messerkampf hier. Hey, hier hat gar kein Messer, stimmt. Irgendwie ist das nicht so gut. Das habe ich mir besser vorgestellt. Komm, wir versuchen es noch einen Raum lang. Der Löwe will's wissen. Oh, Level up. Nice. Okay, Löwe. Mit dem Messer reißt du das jetzt. Wie es aussieht, wie der da läuft. Oh. Es war kurz vor dem Morgengrauen. Sie kamen aus dem Nichts. Sie sind alle tot. Alle. Es hätte unmöglich sein müssen. Wir hatten unüberwindliche Sicherheitsanlagen. Das ist die Schuld dieses verfluchten Buggle. Dein Name wird gedruckt, dann wirst du angegriffen. Der Buggleboy hat uns gesagt, dass er nie in die Hände der Raider fallen würde. Buggleboy? Nachdem er bei den Siedlern an der Robco-Fabrik war, kam er hierher, um mehr Vorräte und Schätze zu... Ja, gut. Oh, ich habe was Besseres gefunden für dich. Eine rostige Plasmapistole. Macht direkt 11 Schaden. Nicht so wie das Messer 3 bis 11. Na komm, jetzt zeig mal, was deine neue Waffe drauf hat. Du brauchst trotzdem 2 Schüsse. Weißt du, hier hätte sich der Messerkampf angeboten. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ah, er schießt weiter. Aber das ist ja eine Plasma... Ich weiß nicht. Machen das die... Was sagt ihr, Leute? Machen das die anderen Waffen auf? Auch? Habe ich noch nie darauf geachtet? Weil sonst... Ich schwöre euch, der hat nie weiter geschossen. Nie. Das wüsste ich. Oh, Crit. Schießt. Schießt. Komm, schießt.
Jetzt visierst du sie an und machst den Crit. Jetzt tötest du sie mit einem Schuss. Ein Schuss geht auf sie. Und dann brauchst du noch... Ah, guck mal, Mathematik, Leute. Dafür braucht ihr Mathematik. Mathematik am Arsch. Die Mathematik hat mich im Stich gelassen. Mathe ist scheiße. Normalerweise hätte er weiterschießen müssen. Aber wahrscheinlich hat der erste Schuss die andere nicht getötet. Verstehst du? Ein Garn. So. Oh, noch mehr. Alles klar. Ich habe gedacht, ich brauche den Crit nicht mehr. Aber gut, wir sind nur zu dritt. Pass auf. Schuss. Nee, oh, ah, okay, okay. Der letzte Schuss muss, also der erste Schuss muss sie töten, der zweite Schuss geht dann auf den nächsten. Wie viel Leben hast du, Messer-Heini? Du zielst ja wohl gerade auf den Messer-Heini. Na gut, der Messer-Heini macht sowieso kaum Schaden. 3 bis 11. Pff. So, nur noch du und ich, mein Freund. Was willst du jetzt machen mit deinem Messer? Er kommt schon mit einem Messer zu der Schießerei, hä? Irgendwelche Idioten mit komischer Rüstung. Ich finde das sowieso immer ein bisschen albern hier bei den Frauen. In vielen Animes und so, dass die halt... Ja, war da gerade ein Crit? So leicht angekleidet sind, weil... Was bringt eine Rüstung, wenn man im Endeffekt nur einen Mini-Rock anhat? Oh, die Unterwäsche schützt mein Glied. Das ist so toll für dich. Gut. Komm, wir machen heute länger. Das habt ihr verdient, weil am einen Tag die Folge nicht kam. Ja, ein Messer. 3034 Kronkorken. 19 Stims nimmst du wieder mit. Und 5 right away. Eine Robe der Republik. Militärisches Klebeband. Schaufel. Alles klar. Last man standing. Käferjagd. Ich weiß, wir haben kein Wasser. Darum kümmern wir uns morgen. Sollen die verdursten. Egal. So, töte die leuchtende Red Kakerlake. Wow. Ich glaube, das wird einfach. Das war eine Billo-Quest, oder? Kann das sein? Ein Schuss, ein Treffer, tot? Ja. Da, guck. Da schießt er nicht den nächsten an. Warum nicht? Versteh's nicht. Na gut, diese 9 Stims werdet ihr wahrscheinlich nicht gebrauchen. Die rasieren hier durch. Wetten, wir kriegen hierfür irgendeine Medaille? für die leichteste Quest der Welt, ja? Die gibt mir Schaden. Da! Ich verstehe das nicht. Warum macht er das jetzt auf einmal? Hey, das ist doch verflucht. Wer läuft da eigentlich rum? Bruder. Gehen wir zuerst runter. Man verläuft sich echt schnell hier drin. Eine Etage runter. Eine. Was ist das denn für ein Orientierungssinn? Ah, hab ich gesehen. Oh, ein schicker Anzug. So, macht ihr es jetzt wieder? Nee. Aber er hat irgendwo hingeschossen danach. Die Mechanik einfach. Wenn jemand diese Mechanik versteht, schreibt es mir mal in die Kommentare oder in Discord. Ey, das, ich check's nicht. Oh, da können Sie sich das Kämpfen auch sparen. Wie viele Stims habt ihr jetzt? 10. Eine Schaufel. Na gut, lauft mal da hoch. Ihr macht das schon. Weißt du, als würden die beiden in einen Kindergarten gehen und Kinder klatschen. So fühlt sich das gerade an. Richtig fies.
Weißt du, die Kakerlaken haben sich hier eine Welt zusammengebaut, freuen sich ihres Lebens. Und dann kommen da zwei Leute und treten einfach drauf. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Und Leute, alle, die mitgemacht haben bei diesen Quests, entscheidet euch mit euren Sachen. Am besten, ihr werdet euch vorher einig, bevor sie verteilt werden. Ansonsten werden wir sie einfach einem von euch geben und der verteilt dann die Quest. Daher die Items. Dann müsst ihr es manuell machen. Heißt, es ist auch für mich immer schwer zu entscheiden, wer was bekommt. Und meistens ist es dann nicht fair oder der eine fühlt sich benachteiligt und das ist doch doof. Das will doch keiner. Guck mal, das sind hier die Benachteiligten. Die armen Schweine. Die einfach zerquetscht. Das ist doch Leben, Leute. Ihr müsst das Leben wahren. Jetzt hör auf rumzulaufen. Super. Durch das Laufen hat Bruder einfach nochmal geschossen. Ich muss mich neu positionieren. Das Ding ist viel zu mächtig. Oh. Wieso hat er das eine Mal gemacht? Kann das sein, dass wir einen Glückstreffer hatten? 17 bis 18. Vielleicht hat er 18 Schaden gemacht. Das war ja er, der geschossen hat. Vielleicht hat er einmal 18 Schaden gemacht und die haben genau 18 Leben. Und den Rest hatte er vielleicht nur Pech. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Das müsste man mit einer Waffe sehen. Oh, Ghule. Das müsste man mit einer Waffe sehen, die exakt genau den Schaden macht, der draufsteht. Also 11 oder was weiß ich. Ah, synchron. Ist das possible? Ja, die haben beide gleichen A-Wert. Aber trotzdem war Baxi der Bruder schneller. Denkt dran, wenn einer von uns fällt, geht die Mission weiter. Ja, das ist auch mein Leitsatz. Ah, da ist die Mutti. Da war sie. Habt ihr sie gesehen? Gerade eben war sie noch da und schon ist sie weg. So schnell kann das gehen, Leute. Das Leben ist kurz. Vor allem, wenn ihr eine Kakerlake seid. Und Bruder und Pasco bei euch sind. Mr. Handy. Ich hab's schon wieder getan, ich weiß. Aber zu meiner Verteidigung Mundschutz. Haare, also komm. Das haben wir ja geklärt. Ihr solltet nicht die gleiche Frisur und Mundschutz tragen. So, ja. Das macht Spaß, haben sie gesagt. Klar, Spaß. Ach, hattest du keinen Spaß dabei, die kleinen Mini-Kakerlaken zu töten? Ja, dann tut es mir leid für dich. Ja, zwei Coca-Cola, 457 Kronkorken, eine Schaufel. Jetzt gucken wir nochmal ins Detail. So. Zwei Schaufeln, Superkleber. Gut, Leute, ich warte jetzt noch die 6 Stunden. Und dann sehen wir uns zu einer neuen Folge, ne? Würde ich sagen. Ja, haut rein, euer Zero. Tschüss.